Hallo ihr Lieben, Alex von Mickey hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin traurig. Ich bin traurig, wenn ich sehe, was aus unserem Land geworden ist, was sie aus unserem Land gemacht haben. Sie haben es unter dem Vorwand verschiedener angeblicher Krisen heruntergewirtschaftet. Sie haben es an die Wand gefahren. Sie haben mit einer verwerflichen Politik unser Land zugrunde gerichtet. Und dabei scheint es völlig egal zu sein, welcher wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, wie viele Menschen in Arbeitslosigkeit und Verzweiflung getrieben werden. Möglicherweise geht man sogar buchstäblich über Leichen. Über das Warum gibt es schon viele Spekulationen und auch viele belegte Dinge. Leute wie Klaus Schwab haben ja in Büchern erklärt, warum es so kommen muss, wie es kommt. Und was dahinter steckt, auch an Zielen und so weiter, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Seit mittlerweile Jahrzehnten läuft diese Entwicklung. Wir haben noch immer Vertrauen in Politiker, die dieses schmutzige Spiel mitspielen und den Niedergang vorantreiben. Aber wir haben auch sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die in einem fast schon masochistischen Verhalten den Regierenden hinterherlaufen und betteln, gebt uns noch mehr davon, gebt uns noch mehr Maßnahmen, gebt uns noch mehr Schmerz, noch mehr Leid, kippt es über uns aus. Wir haben es verdient. Und das hört man ja dann auch auf Demonstrationen, wo dann auch grüne Spitzenpolitiker mitlaufen. Deutschland, du Miesestück, SCH, ich spreche es nicht aus, oder Deutschland, verrecke, und andere Parolen, die in die gleiche Richtung gehen. Unser Führungspersonal regiert nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, regiert es sich gänzlich ungeniert. Da kommen eine Vielzahl von Skandale zusammen, zum Beispiel bei unserem Bundeskanzler, Wirecard, Comex, Warburg Bank, Hausdurchsuchungen im Finanzministerium unter seiner Zeit. Und was macht er anderes als seine Vorgängerin? Er war ja damals auch Vizekanzler, hat die verwerfliche Politik der letzten Jahre eigentlich schon mitgemacht und mitzuverantworten. Anstatt dass man ihn in die Wüste geschickt hat zusammen mit der CDU, wird er zum neuen Bundeskanzler. Was haben wir getan, dass wir so eine Regierung verdienen? Und was haben sich die Menschen dabei gedacht, die eine solche Wahlentscheidung getroffen haben? Eine Außenministerin, die vergessen hat, bestimmte Geldbeträge, die sie erhalten hat, zu melden, die ein Buch geschrieben hat, wo sie sämtliche Zitate nicht angegeben hat, das jetzt inzwischen zurückgezogen und eingestampft wurde und die in ihrem Lebenslauf auch mehr Fantasie als Tatsachen aufgetischt hat. Und jetzt gibt es in der Chefetage weitere Ermittlungen, weil dort auch wieder finanzielle Unregelmäßigkeiten überprüft werden müssen. Früher führten diese und andere Skandale dazu, dass Politiker zurückgetreten sind, aber seit Helmut Kohl ist ja das große Aussitzen angesagt. Da sind die Skandale dann halt auch nicht mehr so schlimm und kein Grund mehr, irgendwie sein Amt zur Verfügung zu stellen. Über unseren Gesundheitsminister brauchen wir, glaube ich, nicht viel sprechen. Wenn man ihn sieht, dann weiß man schon, dass der größere Probleme hat als das, was er als Problem für die Gesellschaft thematisiert. Die größten Probleme hat er mit sich selbst. Und so ein Mann kommt in Amt und Würden. Und die nächste Generation steht ja auch schon Gewehr bei Fuß, wenn man an Kevin Kühnert denkt, der jetzt der neue Generalsekretär geworden ist. Viele Regierungsmitglieder oder auch andere Top-Funktionäre haben noch nicht mal mehr ein abgeschlossenes Studium oder sonst irgendwie eine berufliche Ausbildung. Sie sind gescheiterte Existenzen, die dann irgendwie ihren Weg in die Politik gefunden haben. Und dann geht es um das Postengeschacher, dann werden Menschen halt irgendwo in irgendwelche Positionen reingesetzt. Hauptsache, sie sind irgendwo untergebracht. Das Verteidigungsministerium ist jetzt schon unter der dritten Ministerin. Ja, nach Ursula von der Leyen, nach Kramp-Knarrenbauer und jetzt wieder eine Frau, die niemals etwas in ihrem Leben mit der Bundeswehr zu tun gehabt haben. Die müssen da die obersten Entscheidungen treffen. Ist ja kein Wunder, dass Frau von der Leyen dreistellige Millionenbeträge für Berater irgendwie ausgegeben hat, wenn sie selber nicht über die Expertise verfügt, die dieses Amt voraussetzt. Und so zieht sich der Fachkräftemangel durch die gesamte Bundesregierung und durch die Spitzenpositionen in der deutschen Politik. Und man fragt sich letztendlich, wo sind denn die fähigen Menschen? Seit Helmut Schmidt haben wir ja keinen richtigen Kanzler mehr gehabt in der Bundesrepublik. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht wundern, dass es seit Jahrzehnten eigentlich eher bergab geht. Wo sind also die Fachkräfte? Die Menschen, die Ahnung haben, die was im Kopf haben, die gut ausgebildeten Menschen,
Diese verlassen zu Scharen das Land. Wir haben jedes Jahr 200.000 gut ausgebildete, fähige, talentierte Deutsche, die das Land verlassen und im Ausland ihr Glück suchen. Es gab ja früher die Berliner Mauer und da hat man sich in der DDR einen Witz erzählt. Man hat sich gefragt, wie die Westberliner und die Ostberliner sich mal sehen könnten. Und dann kam ein SED-Parteisekretär auf die Idee, wir machen ein Loch in die Mauer, dann kann man da durchgucken. Ein anderer wandte ein, ja, aber dann kann es ja auch sein, dass die DDR-Bürger durchkrabbeln und dann im Westen rauskommen und dann Republikflucht begehen, nicht wahr? Das sollte ja gerade mit der Mauer verhindert werden. Ja, sagte der Befürworter für dieses Loch, dann bauen wir eine Guillotine auf. Und wenn da einer seinen Kopf durchsteckt durch die Mauer, dann wird er abgeschlagen. Naja, sagte der andere SED-Funktionär, dann haben wir ja die gleiche Situation wie vor der Mauer. Die Köpfe sind im Westen und die Ärsche im Osten. Und so haben wir praktisch die Situation heute auch in unserem Land. Die Köpfe verlassen das Land und was zurückbleibt? Ja, genau. Keine guten Voraussetzungen dafür, dass unser Land irgendwann wieder in eine Blüte kommt. Es ist wichtiger, um einen Spitzenplatz in der Politik zu erreichen, dass man einer Top-Freimaurerloge angehört oder sich ansonsten mit den Mächtigen dieser Welt verbindet. Stichwort Bilderberger, Stichwort Klaus Schwab oder auch andere Organisationen, als dass man Fähigkeiten mitbringt oder vielleicht sogar den Wunsch, das Volk so zu regieren, dass das Beste für die Bevölkerung dabei herauskommt. All davon hat sich die Politik längst verabschiedet. Es geht nur noch um Lobbyismus. Es geht nur noch darum, eine neue Weltordnung aufzurichten. Und diese Marionettenpolitiker richten Deutschland zugrunde, weil das wahrscheinlich in diese Agenda passt. Ich bin traurig und ich würde mir wünschen, dass es wieder anders wird. Aber von oben her kann man diese Veränderung wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Es muss von unten geschehen. Aber Deutschland konnte noch niemals in seiner Geschichte Revolution. Die Deutschen waren immer Mitläufer und Mitmacher in ihrer Masse. Das ging dann sogar so weit, dass zeitweise die Menschen, die nicht mitmachen wollten, dann halt Verfolgung erleiden mussten. Werden wir diesmal es schaffen, die Gesellschaft wieder auf einen guten Weg zu bringen? Dazu ist jeder von uns aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten. Und nur dann wird man wahrscheinlich von einer besseren Zukunft träumen dürfen. Ich bin gespannt, ob unser Land das hinkriegt. Man sagt, jedes Land hat die Regierung, die es verdient. Aber vielleicht haben wir ja nichts Besseres verdient. Es wird sich zeigen, ob der Ist-Zustand das ist, was wir verdienen, oder ob es nicht auch noch anders geht. Mögen wir unser Bestes dafür tun und mögen wir dafür beten, dass es in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in diesem Land wieder besser wird. Eine Veränderung, die aktiv herbeigeführt werden muss. Bist du dabei? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Teilen, liken, abonnieren. Auch meine Kanäle auf Telegram und auf Rumble. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute bis zum nächsten Mal. Dein Alex von Mackie.